Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu SnowRunner. So, ich habe mal den Land Rover Defender ausgepackt. Denn wir machen noch so ein paar Nebenquests, sagte ich. Und zwar zum Beispiel, zeige ich euch das mal kurz auf der Karte. Wir haben, hinter den Maschinen müssen wir gar nicht machen. Zum Beispiel hinter den Fichten, da können wir kurz hinfahren. Dann können wir noch einen versunkenen Geländewagen rausholen mit diesem Fahrzeug. Und was gibt es eigentlich noch? Ist für einen Anhänger? Der ist da oben. Weiß ich nicht. Wenn die Zeit reicht, können wir es ja noch versuchen. Aber wir starten mal hinter den Fichten. So. Und dann geht zurück. Dafür müssen wir ihn halt noch ein bisschen anpassen. Wir haben nicht mehr viel Geld. Aber was es sicher mal braucht, würde ich sagen, ein erhöhtes Federungsset. So. Und natürlich bessere Reichen. 3300 haben wir noch. Würde ich sagen, ein 32er Zoll. Die Frage ist, was ist besser? Wie gesagt, teurer ist nicht immer besser. Aber wir nehmen trotzdem mal das Teure. Ist egal. Oh, warte mal. Gibt es noch ein Offroad? Nehmen wir doch das. Können wir den hier eigentlich schon wieder verkaufen? Kann ich eigentlich das ist ausgerüstet, das ist das alte, auch nochmal verkaufen? Sehr schön. Dann haben wir noch ein bisschen was über. Der Schnorchel hier. Den kaufen wir. Rahmenzusätze, okay, ein Gepäckträger. Ah, Rang 8. Differentialsperre ist drin. Wir haben noch das Snowrunner-Getriebe. Ah, ein bisschen erhöhte Haltbarkeit. Montieren wir. Das kann weg. Am Motor lässt sich nichts machen. Schade, dass es keine Scheinwerfer hat. Die Felgen sind mir eigentlich egal. Und dann färben wir ihn noch mal ein bisschen anders. So gefällt es mir schon besser. Ja, dann mal raus hier. Oh, gleich wieder Nacht. Kann doch nicht sein. Zeit überspringen war mit T. Wir starten morgen zum 6. Das fällt noch. Nein, fällt nicht. So, dann gehen wir mal nach da oben hin. Und holen uns diesen Aussichtspunkt, sage ich jetzt mal. Und ich mache mal einen Radantrieb an. Scheiße. Upsi. Der fährt sich merkwürdig. Vollgas. Warum hast du den Weg schon draußen schon fast einen Unfall gebaut? Das gibt's doch nicht. Das kann ich doch besser. Bin gespannt, wie viel Kraft das er hat. Also wenn wir dann schon Mühe bei der Fahrt von haben, diesen Chevy rauszuziehen, ist dann die Frage, ob wir das mit dem Anhänger rausschaffen. Der hat eigentlich auch gar keine Kupplung, oder? Doch eine ganz kleine, aber ob die nur Deko ist, weiß ich nicht. Machen wir das dann da oben mit dem anderen Anhänger. Lieber mit einem anderen Fahrzeug. Gibt nur Kratzspuren mehr nicht.
war denn hier? Wahrscheinlich der eine Stein da. Ich muss sagen, der fährt sich bis jetzt eigentlich im Dreck ganz gut. Oh, war das so weit oben? Ah, das sah anders aus. wo ist der Weg hin? Ah, einfach fahren. Einfach fahren. Ich gehe da ein bisschen ins Gemüse rein. Hörst du auf, den Baum zu besteigen? Das ist unglaublich. Let's do it. Noch um die Ecken und vielleicht komme ich hinten ein bisschen besser hoch, glaube ich. Da hoch muss ich irgendwie. Schauen, wie es da vorne aussieht. Die Felsen noch verschwinden. Hier nichts. Kamera, hallo? So. Dann ein bisschen in den Rückwärtsgang, wenn er das mal tun würde. Sehr schön. Ja. Komische Erdhaufen hier. Was denn hier? Komm schon. Das ist nur ein Hügel. Oh oh. Gib ihm. Shit. Ah. Ich steige schon wieder diesen Baum. Warte mal. Oh, ich habe noch die Winde angehört. Das erklärt einiges. Ich versuche es gleich nochmal so. Und das Gefühl, das kommt nicht gut. Hochziehen. Boah, sogar mit Grillplatz. Kikimiki. So, oben angekommen beim ersten. Dann geht's jetzt mal Richtung Farm. Da muss ja irgendwo eine Quest sein. Markiert die Stelle einfach mal so. Ist es schlau, einfach hier runter zu fahren. Mal meine Maus aus wegklicken. Aha. Ich habe so ein Gefühl, das wird nicht gut enden. Fällt auch immer mit der Nase auf. Jetzt kommt gleich eine Kippgefahr. Von meinem Auge her. Geschafft. Sehr schön. Weg hier. Wir waren nie hier. Der gute Wachturm. Nee, dich müssen wir nicht nochmal anschauen.
Optisch finde ich das Auto eigentlich ganz schön. Hätte ich auch gerne im echten Leben. Weil ich fahre nicht so oft Fahrzeug, also mit dem Auto, außer zur Arbeit. Von dem her, ja. Lohnt es sich sehr wahrscheinlich nicht so. Bin ich mit meinem kleinen Fiat eigentlich ganz zufrieden. Oh, jetzt fängt es auch an zu regnen. Ziel, beziehungsweise mal unten besser gesagt. Dann rüber. Hallo zusammen, ich bin der Neue hier. Okay, ist wirklich nur die Frachtverwaltung. Da hinten hat es auch Kürbisse für die, die gerne die Errungenschaften machen. Hier. Muss mir ja, glaube ich, 100 Kürbisse kaputt fahren. Platsche, platsche. Da macht man sich beliebt bei den Bauern. Oh oh. Na, sehr schön. So, wo ist der gute Chevy? Da hinten. Böhme lasse ich da mal stehen, da kann ich sonst im Notfall die Binde benutzen zum Rausziehen. Fängt schon mal super an. Scheiße. Weißt du, da keine Differentialsperre. Aber einen Lastengang hat er. Ja! Ne, ich wollte nicht Schnellwinde, sondern... Noch gebe ich nicht auf. Anders einlenken vielleicht. Und vielleicht einmal in die Automatik wieder. Da vielleicht eher links rum. Und bin ich hin. Mit diesem Fahrzeug? Nein. Hit. Ah. Ja, der bockt komplett auf. Ja. Da brauchen wir ein anderes Fahrzeug. Aber ein Versuch war es ja wert. So ist es ja nicht. Wer nicht probiert, hat schon verloren. Ja, genau, noch ein tieferes Gewässer. Solange ich Grip habe, ist es mir egal. Ja, dann müssen wir wohl den hier ein bisschen abstellen wieder. In der Werkstatt. Bin jetzt mal höflich und fahren da der Straße entlang. Wollen ja nicht direkt ins Kronfeld bei ihm. Ich denke, der Kahn wird sich gut eignen. Der hat ja so dicke, fette Reifen. Der wird ja fast drauf schwimmen, da hinten. Voilà.
Eine Rutschparty. Vielleicht finden wir ja später noch die anderen Sachen. Wir haben gesagt, etwas ist ja noch levelbedingt. Etc. Vielleicht kann man den noch ein bisschen aufpimpen. Vielleicht. So, rein mit dir. Abstellen und dann habe ich gesagt, den Kahn möchte ich mal nehmen. Der ist... Oh. Den gibt es ja auch noch. Ja, nee, wir müssen aufpassen aufs Geld. Ein andermal, sicher, nehmen wir den mal mit. Ah, da ist er. So. Einsetzen. Der hat ja schon einen Schnorchel. Kann man den eigentlich noch ein bisschen färben? Blub. Naja. Dann... Keine Lichter zusätzliche. Motor. Also ich ändere jetzt nichts Großes dran. Der ist montiert. Den könnten wir kaufen. Getriebe. No Runner. Im Standard sehe ich jetzt eigentlich keinen Unterschied in der Tabelle. Wir lassen mal Standard. Federung. Gibt es nichts. Die besseren sind schon montiert. Die Winde, Geländewinde lassen wir auch. Platzrad. Brauchen wir nicht. Schnorchel ist schon dran. Rahmenzusätze, Werte Gepäckträger. Ist auch erst ab Stufe 14. Okay. Dann raus hier. Fahren wir dann mal mit dem Flummi los. Es dämmert schon. Ich da jetzt nicht geachtet. Weil die Zeit im Spiel vergeht. Mit dem habe ich eigentlich früher viele Scout-Aufgaben gemacht. Hatte ich halt die ganzen DLCs noch nicht mit den anderen Fahrzeugen. War eigentlich ganz witzig mit ihm. Der einzige Nachteil war halt, er fällt sehr gerne um. Sobald eine gewisse Neigung da ist. Aber fahr doch gerade. Komischen Reifen hier. Ja, wir gehen gleich in den Dreck. Fahrzeug. Weißt du, dass das deine Stärke ist? Raus und dann wieder links rüber. Bei den Kürbissen vorbei. Weiß gar nicht, wenn man in die Werkstatt geht, sind die Dinger resettet, die Kürbisse? Nicht danach aus. Entschuldigung. 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 Dann mal rein in die Pampe. Schon viel besser. Aufgabe anzeigen. Du kannst das Fahrzeug schnell reparieren, es sei denn, blablabla. Ja, ich glaube, sie Tolles muss ich glaube auch deaktivieren. Aufgabe versunkener Geländewagen. Hey, es gibt Probleme auf der Fahrt. Einige Trucks sind tief im Schlamm hecken geblieben und wir brauchen eine starke Maschine, die sie herausholt. Dafür benötigst du einen wirklich starken Motor. Ah, kriegen wir hin mit ihm.
War nicht die? Auch nicht die? Die hier. Ist nicht weit. Nur darüber bringen. Boah, das Auto sieht aber auch extrem kaputt aus. Mal ein bisschen normal hinfahren. Dann ordentlich die Handbremse lösen. So, jetzt aber. Nehmen wir mal da und binden es hier an. Und schauen wir mal, ob wir da rauskommen. Weiß ich gar nicht, ob wir das Fahrzeug dann behalten können. Werden wir sehen. Mal den Motor noch gestartet beim anderen Fahrzeug. Ja, kommen wir raus, kein Problem. Diesmal gehen wir ins Feld. Boinga. Juhu. Du bist aufgestiegen. Du hast ein 4 erreicht. Such einen Geländewagen. Das sind genau die Muskeln, die wir hier brauchen. Diese Trucks saßen tief im Schlamm. Doch, du hast sie herausgeholt. Gute Arbeit. Gib wieder 1100 Credits. Sehr schön. Dann ab nach Hause. Was ist eigentlich euer Lieblingsfahrzeug? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gefragt habe. So zum Scouten, zum Sachen transportieren. Also der Zirk, oder der hieß nochmal Zirk, oder große Teil, fand ich bis jetzt eigentlich nicht schlecht. Auch die Tiger finde ich eigentlich ganz cool. Aber die müssen wir uns eigentlich noch holen gehen. Aber die Frage ist, bleiben wir zuerst noch weiter hier auf der Karte oder holen wir das einfach sonst mal? So viele Dinge. Aber immerhin haben wir noch ein bisschen Money bekommen. Brauchen wir dann sehr wahrscheinlich, wenn wir in der nächsten Folge mal ein bisschen an die größeren Aufgaben rangehen. Und zwar, den kann ich schon mal abstellen. Das Fahrzeug weiß ich noch nicht. Und zwar möchte ich dann mal langsam, wo sind die Aufgaben? Die hier rangehen. Lieferung an die Fabrik schwerer Tankauflieger. Den hier braucht's. Können wir eigentlich schon mal aktivieren. Annehmen. Sattel hoch erforderlich. Und dann braucht es noch Stahlträger und 2 Ziegel. Die gibt's dann hier. Ja, da haben wir was zu tun. Nicht zu viel nachdenken, das ist was für die nächste Folge. Ja, und somit sage ich auch wieder vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.